Ja, alles schön umgefallen da. Da liegt einiges. Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wir haben heute eigentlich mieses Wetter, also Regenwetter angesagt. Und ich habe heute nicht überwiegendes vor. Ihr seht wirklich ganz kleines Gepäck. Ich habe zuerst nur ein paar Probeaufnahmen gemacht mit meinem neuen Funkmikro und ich denke mir, ich werde es noch ein bisschen Eisland führen. Und wir haben noch einen kleinen Kaffee machen. Und das war es dann eigentlich schon wieder. Also, ich habe halt meine Enkel da, die sind daheim, aber die sind eh dabei am Tablet beschäftigt. Da haben wir gedacht, ich schleiche, verzupfe mir ein bisschen und teste ein bisschen das Mikrofon. Und ja, ein Kaffee muss schon sein, Freund, weil sonst heißt das gar nichts. Ja, ich kämpfe da jetzt ein bisschen durch den Dschungel wieder durch. Sonst haben wir da irgendein Platzerl, wurscht wo. Wie gesagt, schnelles Käfchen und mehr wird sich heute nicht ausspielen. Aber ich sage es trotzdem herzlich eingeladen. Ich weiß, es hat sie immer mit mir dabei. Bin so stolz auf euch. Gehen wir. Ja, jetzt sehe ich da gerade, da komme ich auf einen Weg raus. Den kenne ich ja sehr gut. Na, da schaue ich rüber. Durch den Dschungel. Auf einen Weg. Ja, das ist mein alter Weg, wo es am Steinbruch geht. Ihre Freunde. Und so Moos hat immer wieder so eine eigene bezaubernde Wirkung auf mich. Das ist immer was Geiles. So wie das da am Start. Das ist einfach nur richtig sattes Grün. Ja, das Wetter halt dann auch. Also passt. Und da oben bin ich gleich bei meinem Steinbruch. Also schauen wir dort rein auf einen Kaffee. Da haben wir wenigstens ein schönes Platzl. Ja, sind wir da wieder herum angekommen und die schauen wir uns da mal ein bisschen an. Da haben wir einen kleineren Schwenk. Ist das nicht herrlich? Also der, was sagt, den gefällt es da nicht. Der leidet an Geschmacksverwirrung, glaube ich. Ja, da oben sind wir auch schon ein paar Mal gestanden und haben runtergefilmt. Heute filmen wir halt einmal rauf. Da sieht man noch die Absperr. Bandel, Leine, Säu, Stolze eigentlich. Ja, da dürfte irgendwer aus einem Stein ein großes A geformt haben. Für was das gut sei, so A für Arsch, Armleuchter, was weiß ich was. Da hinten noch die Feuerstelle. Da schauen wir jetzt einmal hin und da hinten im Ekel machen wir meinen Kaffee. Ich habe einen Stahlhügel entdeckt. Nein. Ein Späßchen erlaubt. Da ist noch ein Kreuz drauf. Ja, da bin ich früher auch schon öfters gesessen. Da mache ich mir es jetzt auch wieder gemütlich. Ah ja, Kaffee muss sein. Ah, vielleicht ist es schon aufgefallen. Ich habe da hinten am Rucksack so ein kleines Holzstickel dabei. Das ist eigentlich, dass ich einen Rucksack aufhängen kann mit einem Karabiner und dann hängen wir ihn da auf. Schön. Ja, wie gesagt, so ein kleines Holzstickel und dann Karabiner. Das kann man dann schön um einen Bandel hängen. Ich glaube, das Dick darf er nicht sein, sonst hat es ein Pech. Und dann kann man eigentlich in den Rucksack wieder schön aufhängen. Genau so soll es sein. Ich habe da so einen kleinen Thermometer dabei. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Wir haben so plus 5 Grad im Augenblick. Ja, Freunde, es ist alles hergerichtet. Mein kleiner Gasbrenner, Standfuß, steht eigentlich pipi feinst. Dann habe ich mal bei den Infini-Richtmikrofon war dieses kleine Taschel da dabei. Das ist jetzt meine Käfchenbox geworden. Und habe ich mir jetzt das Wichtigste zusammen, das ist recht leicht. Was habe ich erinnern? Also ein
Ja, wie gesagt, das ist die kleine Box, meine quasi Käfchenbox. Die hat auf der einen Seite so ein kleines Netztaschel und auf der anderen Seite ist ja, ein bisschen gefedert, ist wahrscheinlich wegen einem Mikrofon. Ja, wie ihr schon erkennen könnt, was ich da habe, mein Spork, mein Titan, einen kleinen Holzschaberl, dann ist noch herinnen ein normales Käfchen, ein weißer, dann habe ich da noch so Kaffeesahne und für den Kaffee habe ich da meine Bags dabei, wie ich schon gesagt habe einmal kurz, das sind diese kleinen Füttersackerl, habe ich euch schon einmal vorgestellt, die sind immer Weltglas und für meine Bialetti habe ich natürlich meine Bads dabei, die sind eh unschlagbar. Ja, was habe ich noch herin? Wenn wir hineinschauen, da habe ich ein bisschen eine Gewürzmischung von mir dabei, eine selber gemachte. Da gibt es noch Pfeffer und Salzstreuer, einen kleinen. Ich habe da noch ein paar so Candies in drinnen und noch ein kleines Notfallfeuerzeug, falls einmal alle Strick reißen. Ja, und das war es eigentlich, weil mehr braucht man. Also ich brauche eigentlich gar nicht mehr mit, ein Messer habe ich sowieso immer am Mann und eingesteckt und von daher ist das eigentlich perfekt. Ja, das ist mein ganz Käffchen-Set. Ja, Feuerzeug wieder am Start, was so ist, mit dem gar nicht viel um und passt. Perfekto. War zu viel. Ein bisschen zurück dran, so groß brauchen wir sie gar nicht. Ja, wenn man sehen kann, mit Gas geht das ratzfatz. Das Käfchen ist fertig. Ja, Freunde, hoch jetzt einmal wieder. Klinge, Alter, das sind die schönsten Melodien. Ja, Freunde, in dem Sinn ist wieder genau die Zeit angebrochen, was ihr wisst. Wieder mein erster Gruß gilt einmal den ganzen Krankensaison wieder. Gesund werden, was ich immer sage. Wahrscheinlich sind schon etliche gesund geworden. Manche wahrscheinlich noch krank geworden. Die natürlich auch baldige Besserung. Und dann den Rest der Welt. Oh. Ja, bin eigentlich beeindruckt, dass das Wetter so hält. Hätte eigentlich eh Regen angesagt, also es sollte da eigentlich schieden. Zum Glück tut es das nicht. Ja, kann ja nur gut für mich sein. Gut, ich habe eine kleine Regenjacke mit, aber für die Kamera ist natürlich nicht leibend. Das neue Funkset, wenn man das gleich aushauft, wäre ich wumpelsinnig. Ich wollte euch noch nebenbei noch mal was zeigen. Ich habe euch den Pico Grill 85 schon mal vorgestellt. Man schaut sich den Flachmann an, wobei der ist jetzt extrem dick, weil da habe ich jetzt einiges zusammengekriegt, was für mich optimal ist. Also der ist jetzt immer dabei. Also muss ich aufpassen, wenn er Wind geht, dass er nicht davor fliegt. Und ich bin da jetzt hergegangen und habe mir zu meinem Pico Grill auf alle Fälle so Löschdecken. Somit kann ich den eigentlich schön draufsteigen, zeige ich euch gleich, baue ich gerade halber wo auf. Und zusätzlich, was ich mit dabei habe, ist ein kleiner Sackel. Und da habe ich sicherheitshalber, weil man weiß ja nie, wie es Wetter ist, ein paar Stückchen trockenes Holz, so quasi Spannung. Und ein paar so, ja, nennen wir es auch so Grillanzünder. Kennt ihr sicher alle, das sind so Wirfen, was man überall im Baumarkt geht. Und da haben wir noch zusätzlich ein paar Zünder von meinem Lieblingsausrüstungsshop Military Basic. Ja, und so habe ich das eigentlich jetzt immer dabei, weil der ist ratzfatz aufgebaut, wenn ich mal wo ein Feuerl machen will. Und mit der Löschdecken bin ich sowieso auf der sicheren Seite jetzt. Da fährt jetzt die Eisenbahn drüber. Ja, das ist jetzt der kleine, wie ihr seht, der hält da jetzt schon von allein. Also, das geht jetzt
Pipi-feinst. Und eigentlich braucht man das da oben gar nicht. Das ist jetzt nur mehr für die kleinen Töpfe. Aber wenn man da reinschaut, sieht man natürlich, der hat kein Ascheblech und nichts. Was natürlich nicht gut ist für den Untergrund. Ja, höchstens mal ist warm schon oder sonst wo. Und dann nehmen wir kleine Leststücken. Tschack, bumm. Im Pico drauf und wir feuern schon los. Was kann da noch viel passieren? Ich glaube, wenn es natürlich im Sommer ist, Brandgefahr, dann wäre ich den sowieso nicht nehmen. Aber so weit denkt es sich sowieso auch, das brauche ich nicht extra sagen. So, weiter zum Käfchen. Ja, ich muss gestehen, ich bin mit dem Pico-Grün äußerst zufrieden. Also wirklich, wer aufs Gewicht schauen will und aufs Bockmaß, der hat mit dem genau das Richtige. Wie gesagt, der 239er, was es noch gibt, der hat dann 239 Gramm und ist auch um etliches größer. Aber da brauchst du schon 2-3 Leute, dass du den versuchen kannst, der reicht locker für 1-2. Und wie gesagt, ich bin jetzt sowieso auf die Gasgeschichte gekommen, das wiegt ja ein Schaß eigentlich. Darf man nicht sagen, sollte man nicht so. Ein Furz wiegt es quasi. Und funktioniert da los. Ist blitzschnell und du hast saubere Geschirren, da wird nichts mehr dreckig. Hat ja auch seinen Vorteil. Da spart sich die Frau daheim ein bisschen zu waschen. Ja, Freunde, beim Zahnpacken braucht es mir nicht zuschauen, das wisst ihr, wie das geht. Alles reinhauen und heim. Na, los geht's. Ja, wie ich da gerade so zahnpacken will, sehe ich da hinten was glänzen. Und was liegt da? Da hat die dann auch seine Dosen vergessen zum Mithangnehmen. Da muss halt die wieder mitnehmen, was so ist. Hat er sicher vergessen, nicht weggehauen. Vergessen. So. Ja, wir waren natürlich nie da, wie immer. Hoppala, man ist Haxel gestellt, hoppalaut. Ah, diese ganze Satz ja auch noch da. Aber ich kann sie übersehen, sorry. Jo Freunde, in dem Sinn bin wieder hier unten angekommen. Sag wie immer mein Sprüchelauf. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und in dem Sinn, servus die Malen. Pfiat euch, die Buben.